So, ich gehe mal auf die andere Seite, weil das Weiß sieht man auf dem Tisch nicht. Ich gehe gleich. Wölfe greifen an, my Lord. Hallo und willkommen beim Trollrudel. Heute spielen wir Band. Sam. Die Pokémon-Edition. Mit dabei sind das Fräulein. Hi. AD93. Hallo. Sepp. Ich bin positiv. Und Klink. Hallo. So, und während die beiden Geier davor sich ablachen. Wem meinst du mit den beiden? Ja, die beiden vor Klink, dich und AD93. Ach, mich und AD93? Da kriegst du doch die Schuld. Ich mein dich und Sepp, ihr beiden könnt auch einfach nicht euer Mikro muten. Wie auch sei, wir spielen jetzt Bang, es ist Pokémon, ich will der Champion sein und wir legen jetzt los. Zieht eure Karten, Fräulein, fang an. Alles klar. Aber so, ich habe überhaupt nichts getan. Das ist die falsche Karte, Fräulein. Ein paar Monate gefehlt. Hier ist deine Karte. Weil du sie runtergeworfen hast. Ich denke, du darfst. Ja, da sind noch zwei, du bist dran. Ich dachte, so. Reihe um. Ja, erst das Fräulein, danach kam der Baron, dann AD. Du bist dran, du dran. Ja. Ziehe eine Karte. Okay, ich dachte andersrum. Ich habe eine Karte. So. Weiter. Und? Okay, und wer ist der auserwählte Champion? Ich habe meine Karte schon in die Mitte gelegt. Du hast auch extra dafür ein Feld vor dir. Ja, Rowell. Ich helfe dir mal, Baron. Danke dir. Warum ist Klink immer der Held? Ich will nicht der Held sein. Oh. Ist der das, das okay, ist wir müssen also den Champion vor Team Blöde. Rocket beschützen. Mhm. Das müssen wir. Und vor Ash. Komm mit dem Druck nicht den klar. Den Trainer. Du darfst jetzt dein Pokémon wählen. Ja, deine bis zu wie viel? Champion. Oh, sorry. Wie viele eigentlich? Eins. Erstmal die ein Rollen, Pokémon. Oder? Ja, ein Pokémon. Ja, das sind die Pokémon. Dein Pokémon. Sorry. Oh, das war mein Lieblings-Pokémon in der Version. Oh, das ist aber eine miese. Das ist schon mal mieses. Ja, es ist also quasi Varin Rin. Ja, jetzt reduzierst du nicht alles auf WoW. Fräulein, zieh eine Karte. WoW war wichtig für mich. Ja. So, und wir haben den Stein. Den Stein. Okay, ein Ausrüstungsgegenstand kann nicht removed werden. Das ist ziemlich nice, wenn man das Wenn eine blaue Karte im Spiel ist. Was? Wenn eine blaue Karte im Spiel ist. Was? Ja, one blue item card in play. Okay. Ich werfe one blue item card. Das bedeutet, wenn du einen Ausrüstungsgegenstand hast, kann der nicht removed werden. Das ist ziemlich geil. Mhm. Wenn du das Bollwerk hast, hast du das für immer. Wenn das blau ist, weiß ich jetzt gar nicht. Und ich habe Regigigas. Wow. Das ist krass. Was? Okay. Wie heftig ist der? Das heißt, ich muss anfangen zu zählen. Gut zu wissen. Also nach 5 Runden hat er 5 HP. 4. Halt. 5. Oh, 5, ja. Halt sich HP um einen. Im Grunde wird er dann zu. Gegner brauchen 2 Blockkarten. Das bedeutet, wenn der 5 Runden überlebt, wird er so fucking OP. Mhm. Dann wird er das zu mir. Das ist aber krass. Und dann kann er noch stärker werden. Er wird quasi zu mir. Zu Dingens. Zu Blaziken, ja. Ja, okay. Plus 1 HP. Dann, wobei, zurzeit nicht. Zurzeit bist du einfach nur zu mir. Ja. Okay. Nicht schlecht. Gut, meines. Ja. Every time you must war. Was ist das für eine Scheiße? Zählt das eigentlich auch für die erste Runde? Dann wäre das ziemlich doof. Warum? Ja, wenn ich anstatt 2 Karten pro Runde eine ziehen darf. Nein, pass auf. Muss sagen, du ziehst eine Karte. Das heißt, du guckst dir die 2 obersten an, suchst dir davon eine aus und ziehst du nochmal eine Karte. Ziehst 2, suchst dir davon eine aus. Ja. Okay. So, du ziehst quasi 4 Karten und suchst dir davon eine aus. Okay, ich hab noch eine Frage. Bei Fräuleins Pokémon. Da steht ja, if you have one blue item card in play. Mhm. Was passiert, wenn 2 blaue item Karten im Spiel sind? Ich würde sagen, zählt immer noch, weil 1 ist trotzdem noch im Spiel. Ja, du kannst keine blauen Itemkarten vom Fräulein löschen. Okay, dann machen wir es so. Würde ich sagen.
Dann darf Klink jetzt. Während Klink irgendwas macht, AD, generiere Lebenspunkte. Wir haben alle schon 5. Oh. Klingt direkt darunter. Tatsächlich, du hast recht. Ich hab nichts gesagt. Okay. Leg mir eins beiseite, ne? Hey, ich brauchte 4. Nein. Ja, 3. Ja, hast recht. Was hast du mit 4, Baron? Ich weiß auch nicht. Ich will 4. Alles klar. Okay, Klink in der Reihe. Gibt's eigentlich bei Team Rocket beide? Oder? Ja, Team Rocket besteht ja aus ganz vielen Leuten, ne? Ja. Aber es gibt 2 Team Rocket-Member, ja? Ja, ich meine, gibt's Trainer? Dann Jesse und James? Ich weiß es nicht. Ich hoffe halt mal, ja, weil dann sind sie echt inkompetent. 3. Aber es gibt kein Pokémon von denen, oder? Wie nochmal? Also die eine hatte die Schlange. Erstmal deine Rolle. Oh, was ist das für eine Karte? Ich nehme sie mir mal. Tu doch die Rolle einfach. Was tust du? Ich wollte nur sagen, was ich bin. Was war ich? Du bist Mauzi. Miauz, genau. Dann bin ich wohin genau? Der hat so genervt. 4 Karten, so ziehe ich 4 Karten. Ich bin Sarazena, Tentacle Rape. Ich bin nicht zuerst dran. Moment, 4 Karten? Kannst du jetzt ziehen, Baron? Dankeschön. Bitte. Nee. Aber manchmal, ne? Jo, das heißt, jetzt bin ich dran, ne? Okay, mein Champion. Lass mal gucken, was das hier für alles für Karten sind. Jo. Jetzt können wir gar keine WoW-Referenzen mehr machen. Steh auf, mein Held. Das haben wir doch nie gemacht. Nein. Ja, und? Nein! Ich werde es können. Das stimmt. Jetzt können wir Pokémon-Referenzen machen. Ich rüste erstmal das hier aus. Das ist hier Mark. Der Baron macht gerade einen harten Abgang. Ja. Baron? Was denn? Du hast so gelächelt. Wir haben nichts gehört. Was denn? Okay, sorry. Ich meine nur, das ist wie so ein Mensch-Markus-Sketch. So, außerdem, hier haben sie 500 Euro, aber ich nehme nur, ich bezahle nur 300 Euro. Was ist das? Warte. Wir haben vorher geschlafen. Was? Habe ich gar nicht, aber hätten sie können. Okay, warum werde ich wieder gecheapt? Oh, der General hat uns ein Ziel gegeben. Auf ihn. Warte, muss ich das direkt machen? Oder? Nein, wenn du dran bist. Okay. Was ich sagen muss, was ich interessant finde, ist, das heißt, ab sofort gilt Fräuleins Effekt, ne? Ne, wenn sie ja eine blaue Karte hat. Ja, der Ballon kann jetzt zum Beispiel nicht removed werden. Ja. Okay. Und, ziemlich hart. Das wäre eine echt geile Karte für einen Champion eigentlich. Oh ja. Frage. Läuft es dann auch so rum, dass sie das Item noch nicht mehr entfernen kann? Ich würde sagen, nein. Weil dann ist das voll OP. Nee. Steht, es kann nicht entfernt werden. Ja, das dann stimmt eigentlich. Das Pferd entfernt werden wollen. Ja, das Pferd ist in Ordnung, aber dann kann sie ihre Waffen zum Beispiel nicht wechseln. Ja, das stimmt. Das müsste dann eigentlich so sein. Ich würde sagen, ja, es ist so. It cannot be removed. Also, ja, und das heißt auch, dass sie es nicht kann. Ja. Also, ist das jetzt immer meine Waffe, der Luftballon? Nein, das ist, dein ist ja kein Mount Waffe. Sozusagen. Genau, das ist dein Mount. Ah, okay. Ja, jetzt darf ich ja trotzdem noch. Ich darf eigentlich noch Karten ziehen, ne? Ich glaube, es gibt hier in dem Mod keine Waffen. Das sehen wir ja noch. Es sind dann keine Waffen, dann ist es irgendwie Attack Up oder sowas. Und dann hätte ich auch noch 2 Karten ziehen dürfen. Das ist ein Scope Lens. Ah, ja. Mhm. Ja, dann, bin ich mal Glurak. Was? Also, ich habe gerade einen Nachteil angefangen, weil ich habe nämlich zu Beginn keine 2 Karten gezogen. Ich habe einfach die Karten, die ich auf der Hand hatte, benutzt. Dann zieh sie nach. Okay, ich nehme einen Schaden. Bist du aber dann selber schuld. Ja, sorry. Ich gehe mal in die Mitte, ne? Du hast doch einfach eine Beutel hier ran. Ach, da ist ja, stimmt, ja. Okay. Genau, und bist dann du fertig? Bin ich fertig. Nice. Dieser Beutel, gäbe es doch nur einen besseren Namen, um mehrere Beutel zu unterscheiden. Für ein statisches Gefäß, was mit Dingen gefüllt wird. Vase? What?
Meine Frage. Ich habe jetzt ein Item, das heißt Focus Sash. Das ist eine Ausrüstung? Ich denke mal, ne? Das ist blau. Ja, es ist blau. Dann ist es ein Item. Okay. Ach so, ja, das ist genau das Item, was dich wieder zurückbringt mit einem. Also Leben. Quasi der Heal, was vorhin WoW war. Genau. Okay. Dann spiele ich noch den Dreikartenzieher. Alter! Jirachi, bestes Pokémon, das habe ich mir damals ercheatet. Was heißt ercheatet? Ein Kumpel hat sich's ercheatet und ich hab's rüber getransferiert. Ja. Das heißt, du hast cheaten lassen. Das ist nichts wert. Da ich der Verteidiger des Champions bin, werde ich jemanden, der noch nicht gecheatet ist, geschieben. Das ist ein Block. Ja. Ups, die hab ich vergriffen. Block! Ja. Abgesehen davon lügst du. Nein, ich sage die Wahrheit. Oh, eine Frage. Keine Angriffskarten. Ja, ich greife jetzt noch das Fräulein. Okay. Eine Frage, wenn ich dürfte doch jetzt zwei Karten ziehen und suche mir dann Herz aus, wenn eine dabei ist, oder? Theoretisch. Ja. Du hast quasi einmal zwei Karten ziehen, nochmal zwei Karten ziehen. Nein, aber jetzt geht ja jetzt um die Jawn-Karte. Ja, aber er darf jetzt zwei Karten ziehen, eine aussuchen, wenn es einer von Herz ist. Ja, das erste ist schon Herz. Dann lassen wir die drin, oder? Halt, Moment. Oder soll ich die auch? Nee, du musst ja auch auswählen von deiner Fähigkeit. Du kannst nicht einfach sagen, ich ziehe zwei und eine davon ist eine. Du musst die auch nehmen. Hat er doch. Hä? Wieder abgelegt. Ich hab deinen komischen Schieb ausgeschaltet. Hm? Ich war geschiebt, hier mit der Karte. Das bedeutet, vor meiner Runde muss ich gucken, was die ersten Karten sind, die ich ziehe. Ah, okay, ja. Das ist Herz gewesen. So, dann ja, aber ich würde sagen, dann legst du die ab oder guckst du die vorne noch an. Das ist egal. Nein, zieh doch eine zweite. Ja, genau. Und die beiden guckst du dann an. Das bedeutet aber, jeder kennt meine Karten. Das ist das richtig. Problem. Oh, du hast einen Wisch, der ist ja cool. Ja, den nehme ich natürlich. Ich sag's doch mal. Du wirst so schnell dieses Deck verbrennen. Oh, Attack und so, und jetzt nice. Spielst du Wish und darfst dann nochmal zwei Karten ziehen, wo du jeweils zwei aufdecken. Ach, scheiße. Eine aussuchen. Na, also, dann decken wir erstmal hier zwei auf. Ja, Attack, geil. So, dann schmeißen wir die weg. So, dann decke ich zwei Karten auf. Oh ja, die Wahl ist groß. Dann nehme ich Protection. Ja. So, ich darf ja noch... Ach, warte. Ja, du musst erst die andere Karte spielen. Ja, ich muss erstmal spielen, Entschuldigung. So, ja, Thief. Das ist natürlich nice. Pokémarkt. Da könnte ich noch mehr Karten kriegen. Aber alle anderen auch. Ich glaube, ich nehme Thief. Glaube ich besser, ja. So, dann decke ich zwei Karten auf. Und, die Weste. Da nehme ich die Weste, ja. Ich konnte gar nicht lesen, was sie gebracht hat. Die Weste ist das Bollwerk. Ja. Nice. Nochmal, ne? Oh, okay, dann rüste ich mein Bollwerk auf. Achso, hat er nicht eine Dreier- und eine Zweierkarte gehabt? Nee, nur zwei Zweier. Nur zwei Zweier. Ist das nicht hier in Red und rechts? Okay, ist in Red und rechts. Ist egal, wo es liegt. Mhm, okay, dann habe ich ja einmal Thief. Dann würde ich mir die Bind hier stehlen. Was? Warum denn nicht? Gerade war wie immer OP. Gut, dann attacke ich dich, Bell. Du kannst mich mal protect. Ja? Okay, AD ist definitiv ein Bösewicht. Warum? Ich greife dich an, weil du böse bist. Ja, aber ich bin ein Elite vor, also. Hä? Du hast jemanden angegriffen und du hast jemanden geschiebt. Ich weiß nicht, das könnte genauso gut der Traitor sein. Ja, ich möchte wirklich wenig Leuten die Gelegenheit geben, meinen Pokémon-Meister anzugreifen. Mein League-Champion. Ja. Ja, jetzt ist die Frage, was ich jetzt noch spiele. Weil eine Karte muss ich noch spielen. Ja. Ja, das Problem ist halt, dass ich entweder Verteidigungskarten für mich wegwerfe. Obwohl, nee. Also die Alternative ist, dass ich auf jeden Fall auf den Champion angreife, also werfe ich die Protection weg. Gut. Ja gut, dann muss ich jetzt eine Karte aufdecken, gucken, ob's Herz ist. Nein. Dein Herz. Dein Champion, du bist dran. Ja. Link, heil mich, ich will dich beschützen können. Er hat nur Angst und will bis Turn 5 warten, dann macht er dich platt. Oh ja. Nein, die alle anderen Pokemon. Sind gefährlich. Oh, Pokémon. Hey. Karten umsonst.
Was haben wir denn da schon? Irgendjemand ist gerade rausgeflogen. Du bist gerade rausgeflogen. Der Baron. Der Baron. Ah, ja. Okay, ja, nach einem kleinen Disconnect geht's jetzt weiter. Nicht wundern, der Baron hat jetzt plötzlich einen anderen Namen bekommen, aber ich habe seinen richtigen Namen wieder drüber geschrieben, damit es keine Verwirrung gibt. Ja, also wir hatten gerade den Pokémarkt und jeder darf sich jetzt Karten aussuchen. Ich entscheide mich für das Recover, das heißt, ich kann mein Pokémon um 2 HP heilen und jetzt ist der Baron dran mit aussuchen. Ich glaube, ich nehme das Thief. Das haben wir schon gedacht. Ja, das unsere Spekulationen waren richtig. Gut. Ja, komm, ich nehme einfach die Attack-Karte und nehme die Scheißkarte. Okay. Dann muss Klink noch eine Karte loswerden. Mhm. Wir sind immer noch in Runde 2, oder? Ja. Ist richtig. Ja. Ich spiele die hier. Richtig. Team Flare, all players must play an attack card. If they don't, they take 1 damage. Süß. Moment, ich versuche gerade einen Stein daraus zu nehmen. Es ist nicht so einfach. Doch. Das ist für die Runden, Baron, die Steine. Ja, ja, schon klar. Du musst eine Attack-Karte spielen oder ein Leben verlieren. Mach ich. Gut. Ja, der Champion macht hier keine Anstalten, hier wird jeder geklatscht. Genau, hier es gilt aber auch, wenn der Champion einen der Elite 4 erwischt, dann ist vorbei für ihn, ne? Dann verliert er alles. Dann verliert er alle Karten, ja. Das ist aber nicht schlimm, wenn er den Baron tötet. Was? Ja, weil du keiner bist. Es ist nicht schlimm, wenn er Sepp den Baron oder das Fräulein tötet. Nein, es ist nicht schlimm, wenn er alle anderen außer mich tötet. Außer mir. Okay. Außer mir. Dann werde ich, glaube ich... Er tötet mich. ...das spielen. Ach, sonderweise habe ich die Runde noch gar nicht beendet. Aber ja, du kannst von mir aus spielen. Ich wusste nicht, dass du noch was machen wirst. Du hast gesagt, du musst noch eine Karte spielen. Und dann hast du die gespielt. Ich glaube, das wurde als ich beende meine... Meine Runde definiert. La. Du kannst gerne noch spielen. Nee. Mach jetzt weiter, er hat gesagt, du sollst weitermachen. Kann ich die Brille jetzt noch spielen? Ich weiß es nicht. Hast die Brille doch gespielt? Warum nicht? Ist es denn eine Waffe oder? Ja, das ist jetzt deine Ausrüstung. Okay. Ja, irgendwie gibt's hier keine Waffen oder sowas. Es gibt einfach nur 4 Ausrüstung. Was erwartest du? Maschinengewehr, Atomwaffe. Und jedes Mal nur eine einzige Sorte spielen kann. Also pro Runde nur eine Kartenart. Also Kartenart im Sinne von jeder Kartenart nur eine. Weiß ich nicht. Oder doch nur wieder Attack. Nee, also man kann, glaube ich, gegen nur, ja. Du hast jetzt eine Ausrüstung, das ist dein Teleskop da. Und du hast ich weiß, jetzt... was ich hier liegen habe, ich wollte nur wissen... Okay, das vorhin kurzzeitig so verstanden, dass man irgendwie... sagen wir, normalerweise haben wir es ja so gespielt, dass wir immer nur mit einer Attack-Karte pro Runde dann, beziehungsweise dass nur eine Attack-Karte pro Runde ausspielen dürfen. Ja, ist immer noch das so. Das ist immer noch so. Ja, aber vorhin habt ihr gesagt, irgendwie hier die Regeln von Pokémon Bang wären so, dass man nicht nur eine Attack-Karte pro Runde ausspielen darf, sondern auch von allen anderen Kartensorten immer nur eine pro Runde. Ja. Das ist richtig. Das sind die normalen Spielregeln. Das haben wir am Anfang halt nicht so gemacht. Auch wenn Frage, auch wenn es jetzt Pokémon Bang ist, bei WoW Bang gab es ja eine Karte, greif so oft an, wie du willst. Zum Beispiel Attack. Darf man wenigstens dann so oft Klar. Attacken, wie du willst, ja. Das steht nein, auf der Karte. Meine, blocken. Blocken so oft du willst. Ja, klar, das auf jeden Fall. Ja, und ich werde jetzt Baron mit der süßen Relaxo-Karte einschläfern. Ja, für eine Weile. Einschläfern. Ja, die ist wirklich süß, oder? Euthanasie. Besonders mit diesen Pichus, es erinnert mich voll an Totoro, ich finde das so süß. Okay. Weiter geht's. Eins. Hä? Okay, ich zieh mal für den Perry an, er kriegt wieder nichts. Ja, ich bin dran, ja, danke. So, hier, zack. Oh, Caro. Du musst Herz haben, schade, bist nicht dran. Danke. Bitteschön. So, ich bin dran. Ich ziehe 2 Karten. Muss er jetzt nicht noch eine Karte loswerden, oder? Nein, er war nicht dran. Er hat nur 2 Lebenspunkte. Ach ja, stimmt. Er war trotzdem nicht dran. So, dann nehme ich eine Attack-Karte. Geht dann sein Rundentimer weiter? Ja! Die Runde ist nur noch nächste. Steve-Karte. Aber da stand doch Skip Your Turn. Und? Wenn du selber springst, ist sie nicht dran gewesen. Ja, aber Turn ist trotzdem weitergelaufen. Ich greife den Baron an.
Sehr gut. Ich glaube, er kann dich verteidigen, soll das bedeuten. Warum? Ich hab dich getaggt, was tust du? Ich kann nichts machen, danke. Ja, dann so. Lagen wir doch richtig. Alles klar. So, was mache ich denn jetzt? Link, der einzige Beschützer in dieser Runde ist kurz davor zu sterben. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ich remove diese Karte. Die hier. Welche Karte? Ah ja, sehr gut. Du kannst mich mal. Du wolltest mir was klauen. So, ich klau dir eine Karte. Oh. Okay, Klink, ich hoffe, du bist zufrieden mit alleine gegen drei zu spielen. Nein! Klink hat doch gar nichts gemacht. Ich weiß. Du bist bei Team Rocket, oder so, der... Ich bin jetzt fertig. Wobei das ich eher glaube, dass Sepp Ash okay, ist. Okay, und wie er bei Team Rocket ist. So, jetzt ziehe ich erstmal zwei Karten. Cool. Also kann ich jetzt nur eine blaue anlegen, oder? Nein. Hä, du kannst so viele Ausrüstungsgegenstände anlegen, wie du willst. Die dürfen halt nur nicht von der gleichen Sorte sein. Ja. Plus 3 Range, ja. Das wäre zum Beispiel so eine Waffe. Ja, die kannst du auch anziehen. Ja, und dann gebe ich dem Veronik einen Gnadenstoß und ziehe 3 Karten damit. Nicht unbedingt, du bist eine Horde war. Und Klink, ich hoffe, du bist zufrieden. Ich bin tot und du bist allein. Alles klar. Das war kein Hortler. Was soll ich denn machen? Okay. Dann schmeißen wir mal die Karten weg. Ja, ihr könnt hoffentlich zur Hölle fahren. Oh. Okay. Ja. Ich das bin fertig. Ganz besonders. Gut, da bin ich jetzt dran. Klink ist dran. Dann muss Klink jetzt Angst haben, würde ich sagen. Oh ja, wir müssen jetzt Team Rocket zusammen etwas schmälern, Klink. Ich habe noch eine Frage. Die Bombe. Oh, Volt. Sehr gut. Ich habe Frage. Ja? Bei meinem Pokémon heißt es, ich ziehe eine Karte und wenn es ein Herz ist, dann kriege ich keinen Schaden. Ja. Ball ich Karte dann einfach trotzdem auf der Hand oder... Nein, das ist wie die Rüstung. Würde ich auch sagen. Klingt fordert dich zu einem Duell heraus. So Lass uns Bock. Kämpfen. Ja, gut. So. Das gilt das jetzt als Angriff? Nee, ne? Die ist wieder. Ah, nein, anders. Das ist eine Duellkarte. Ich frage nur deshalb. Warte mal, welche Farbe hat die denn? Weil die gleiche Farbe hat wie die normale Angriffs. Ja, du darfst aber noch eine Attack-Karte spielen. Genau, das ist schon immer so gewesen. Okay, ja, dann greife ich... an. Greif Sepp an. Warte. Ja, ich spiele... Warte, nee, nicht die. Die. Boink. Okay. Bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Dann kriege ich jetzt die Bombe, oder? Nee. Nein, die Bombe wird das nächste Runde aktiv. Du darfst jetzt 2 Karten ziehen. 1, 2. Toll, gezählt! Danke. wer von euch ist bei Team Rocket? Ich. Hier. Ach, komm schon. Ja. Okay, Lassen wir es doch mal logisch angehen. Sepp hat gerade irgendwen getötet. Weil es offensichtlich war, dass er der Elite-Vor-Typ war. Weil er der Einzige war, der wusste, dass es Elite-Vor heißt. Ja gut, dann weiß ich jetzt leider nicht, wen ich von euch angreifen soll. Greif einfach den Marshall an, oder den Pokémon-League-Champion und derjenige, der nicht den Pokémon-League-Champion angreift. Genau. Du siehst ja dann, wer... Ne? Okay, ja, du hast jetzt die Battle-Karte gespielt. Genau, jetzt battle ich dich. Ja. Okay, ein Attack ist doch schon los. Und jetzt? Schön. Aber ich habe Karten von ihm losgeworden, also. Ist ja auch okay. Was bist du? Nicht, wenn du Team Rocket bist. Hä, was? Wenn du Team Rocket bist, wäre das jetzt nicht so schön. Ja, warum? Jetzt hat er kaum noch was, um sich zu verteidigen. Jetzt kann mein anderer Member ihn angreifen. Das ist richtig. Ja. Jupp. Ich versuch's. Du bist Traitor, Ade.
Nein, ich bin nicht Traitor. Das heißt nämlich nicht Traitor. Kann ja, das heißt Trainer. Das heißt Ash. Alles klar. Sepp ist also der Trainer, weil er nicht gesagt Nein, hat, weil du das Ash vorhin gesagt hast. Du hast ja, weil vorhin ich das Spiel gesagt, schon kenne. Ja, so, ich bin du dran, ne? Ja. So, dann ziehe ich mal zwei Karten und guck mal nach. Ah, der Luftballon. Oh, plus 4 Range. Ja, das brauchst du eigentlich nicht, oder? Ja, ein Megastone, doch, dann könnte er den Martian schlagen. Richtig, es ist das einzig Sinnvolle. Kannst du auch direkt ausrüsten, ist ja egal. Ja. Und dann ziehe ich nochmal zwei Karten. Und die Tech-Karte. Ja. So, gut. Oh, Moment. Attack. Als ich jeder kann mich angreifen hab, hat er nur mit einer einzigen Karte blockiert. Und er braucht zwei. Ah, stimmt. Da haben wir jetzt aber beide nicht drauf geachtet. Hallo? Dann schmeißt die zweite Protect-Karte ab. Ich habe keine zweite kein Protect-Karte. Wir können entweder... Ja, gut, meine hier, zack, Speak. Gut, dann muss ich aber auch zwei Karten ziehen, wegen meiner Pokémon-Karte und wegen meiner Rüstung. Ja. Dann mach. Ach. Also ich würde sagen, wenn der Zug vorbei ist, ist er vorbei. Ja. Eben, deswegen. Jetzt auch dabei belassen, aber... Gut, dann verliere ich jetzt ein Hütchen. Gut, ich greife dich trotzdem an, Klink. Ja. Okay. Und nochmal. Protection-Karte. Ich kann nur einmal attacken. Ja. Ah, du hast keine Attack-Karte mehr, Fräulein. Nein, ich habe alle gerade abgeschmissen. Ja, toll. Gut, dann beende ich meinen Zug. Aber ich ziehe bestimmt gleich wieder eine. Okay. So. Das brauche ich nicht. Irp. Ja. Alle drei okay. greifen jetzt den Champion an. Natürlich, und nur die Horde kann gewinnen, bis dann der Trainer seinen Fehler macht. Und ich werfe noch die hier ab, weil ich die nicht brauche. Ja. Okay, das heißt, ich bin dran. Es ist... Oh, ach man, immer, dass die Locken. Sich mal so komisch dreht. Das ist Spade. Mhm. Scheiße. Dies kriegt einen Charge. Was? Da steht nichts vom Charge. Oh, die ja. wird nicht gecharged. Ja. Nee, der explodiert sofort. Oh. Läuft. Das ist natürlich doof. Ja, es ist echt doof. Nö, das ist ziemlich cool. Lost Champion Team Rocket ist am Start. Ja. Ich werde schon wieder attacked. Ja, ja du hast Zeit. Team Rocket sagt. Niemals. Team Rocket wird siegen. Team Rocket wird hoffentlich siegen. Weil ich hoffe, dass das Sepp ist wieder voll am Lügen. Du wirst gleich so. Voll auf das Fräulein losgehen. Zieh ich noch eine? Hätte ich Warum? Nicht. Wegen Und ich krieg Apfel. Ein Leben zurück. Ah. Nee, ja doch, wegen dem Apfel. Ja, wegen dem Spade tatsächlich. Ja, Lucky. Ja, komm, vier schaffen wir. Ich würde sagen, das war ein Schuss in den Ofen, wa? Nein. Okay, dann darf das Fräulein jetzt Karten ziehen. Ach komm, der Spruch muss mal geworden. Das waren die falschen Karten. Bitte? Was? Entschuldigung. Was ist das denn hier für ein Zwei Schräger Stück. Es sind genau noch zwei. Gott sei Dank hast ja, du die Heilungskarte. Mhm. Misch die auch nochmal durch. Genau. Okay. Dann misch die auch nochmal durch. Ich heile mich jetzt erstmal um zwei. Oh. Ach ja, stimmt. Sehr schön. Ist, glaube ich, ganz gut. Ja, einfach die Leben von dem Nachbarn. Oh, der zweite Dingens. Und jetzt muss ich ja eine Was Karte bin ich? Loswerden. Der zweite Team Rocket-Anhänger. Das ist richtig. Was ist denn nicht? Was ist denn nicht? Wer hat sich schon darüber gefreut, dass sie sich geheilt hat? Ich, ja. ich habe gesagt, Gott sei Dank hat sie Apfel. Die. Warte. Doch, geht. Schade. Ja, das kannst du, glaube ich, nicht verhindern. Ja, und, Dann darfst du ja den Apfel jetzt noch machen. Genau. Oh, cool. Dann ziehst du eine Karte und guckst. Pik, pik, pik. Oh. Warte. Gut, dann bin ich dran. Ja. Alles klar. So, mach ihn fertig. Zwei Karte. Ja, hoffentlich. Attack und der Ballon. Ja, nehme ich Attack. Aber der Ballon Luftballon. Schmeißen weg. Ja, ist auch egal. Versuche ihn ja jetzt zu machen. Oh, Steve. Ja. Steve ist natürlich nicht schlecht. Ja, klau ihm das Ding. Na, ich Scope Lens, ist egal eigentlich. Kann ich nicht. Ja, Range Run. Okay, dann Attack. Oh,
Okay. Ich frage auch gar nicht nach, warum eigentlich der Traitor gar nichts unternimmt, obwohl er gleich verliert. Okay, dann nehme ich hier den Team Flair. Oh. Danke. Ja, darum, ne? Mein Kommentar eben. Hm, ja, dass du dir selbst Damage gemacht Klink? Hast. Ich mach dir auch Klink Damage. Achso, ja. Halt. So. Ach. Okay. Mist. Okay. So, dann klau ich Sepp eine Karte von der Hand. Ja, ne, du bist halt, ich weiß nicht, ich kann dir eins verraten. Ich habe eine Attack- und eine Protect-Karte. Mhm. Mir ist ehrlich gesagt egal, welche von beiden du willst. Aber da du scheinbar gegen den bösen, bösen Overlord gehst, kann ich dir sagen, die linke von beiden ist die Attack-Karte. Okay. Ich überleg gerade, wie ich eine Attack... Ich also das hier ist... Ja. So, das ist sie weg und du bist dran, Sepp. Wieso hast du ihm jetzt gesagt, wo die Karte ist? Was genauso gut sein kann, dass du der Trainer bist. Ich bin mir einfach nicht sicher, weil er geht halt auch voll auf Klink. Ich bin komplett kaum eine Rolle verwirrt. Für mich. Ja, das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist auf Klink gehen. Ja. Und so gewinnen wir hoffentlich. Ja. So, das war mein Zug. Okay, Klink. Okay, toll. Scheiße. Ist gut. Ja. Okay, abgewehrt. Bei Protect-Karten. Ach, du brauchst zwei, stimmt. Okay. Gut. Gut, ja, war das dein Zug? Ja, das war der Zug. Und dann ist das Fräulein dran. Genau. Komm schon, heil dich! Erstmal ziehe ich nochmal zwei Karten. Okay. Das ist schon irgendwie mies, dass ihr alle meine Karten kennt, ne? Ja. Aber trotzdem finde ich das Pokémon cool. Jetzt habe ich das, aber keine Attacks. Boah. Das ist bitter. Denk dran, bevor du deinen Zug beendest, musst du vier Karten loswerden. Ja, ich klaue jetzt einfach eine Karte. Nee, das ist kein Klauen, das ist ein Removen. Ja, und noch die hier. Schmeiß die weg. Könnt ihr mal damit aufhören? Und jetzt muss ich ja noch was machen. Du musst aber noch drei Sachen machen. Ja, ich werde jetzt einfach das machen. Das ist riskant. Ja, aber ich muss ja Karten loswerden. Ja, die wegzuschmeißen wäre blöd. Geil. Ja, stimmt. Okay, die kannst du nicht mehr nochmal spielen. Ja, und ich habe diese Karte sehr oft. So, und du kannst noch einmal deinen Apfel da benutzen, die Leftovers. Ja, stimmt. Ja. Ach, herzlichen Glückwunsch. Aber trotzdem, ich finde, ihr spielt das Spiel gerade echt scheiße. Warum? Er macht keinen Sinn. Der Typ, der mich beschützen muss, damit er überhaupt gewinnen kann, attackiert mich. Wahrscheinlich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der Traitor ist. Ich bin ein bisschen verwirrt. Oh, wow, aber ich hatte aber sehr viel Auswahl. Will ich dich schieben oder Sepp? Ich schieb Sepp. Warum nicht? Ja, weil ich glaube, dass du der Traitor bist, aber ich weiß bin nicht. Bin ich aber nicht. Das ist so eine Traitor-Sache. Du könntest einfach ihn schieben. Das okay. Alle kriegen einen Damage. Ja, damit bin ich tot. Sehr gut. Jawohl. So, hier, Team Rocket. Ich habe eine Zeit lang echt gedacht, dass ich aus Versehen die Traitor-Karte gelöscht habe. Ja, das habe ich gerade auch so in den Gedanken durchgegangen. Ich konnte nur nicht wirklich was machen, außer nicht auffliegen, weil ihr mich sonst einfach gedownt hättet. Und Klink die ganze Zeit auf mich gegangen ist, habe ich immer Leben verloren. Und ich wollte euch verwirren, dass ihr gegeneinander geht. Ja, Team Rocket hat gewonnen. Jawohl. Ja, Gratulation. Herzlichen Glückwunsch. Und Dankeschön fürs Zuschauen natürlich. Nochmal. Ciao.